Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Parktour hier auf meinem Kanal. Es wird wahrscheinlich und es ist mit Sicherheit die letzte Parktour im Jahr 2023. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich, diesen Park euch vorstellen zu können. Er ist von einem Abonnenten, der aus der Schweiz kommt. Der gute Marvin, ihr habt ja schon gelesen, der Park heißt Marvins Experience. Experiences, der größte Freizeitpark der Schweiz. An der Stelle gehen auf jeden Fall meine Grüße an die Schweizer Zuschauer da draußen. Ich habe da anscheinend einige. Und Marvin hat sich sehr, sehr viel Mühe bei diesem Park gegeben. Und er ist auch abgeschlossen. Er hat eine eigene Webseite sogar gemacht für den Park. Und der Park geht ohne Mods und ohne hier TMTK-Objekte aus. Finde ich auch mega. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. 7 Achterbahnen und... Oder? Dabei stehen hier 9 Achterbahnen haben wir hier und 10 Fahrgeschäfte. Also es wird uns einiges erwarten. Er ist auch auf meinem Discord-Server zugange und hat dort auch nochmal geschrieben. Ich ziehe das Fenster hier einfach mal rein. Ihr könnt auch gerne übrigens auf meinen Discord-Server kommen. Link ist in der Beschreibung drin. Er hat auch geschrieben, er hat ihn nicht alleine gebaut, sondern mit Imperial Coaster als Unterstützung dazu. Und die beiden haben zusammen hier viel gearbeitet, viel gemacht und auch eine Webseite gemacht. Und die haben auch eine Übersichtskarte von dem Park gemacht. Ich bin jetzt extrem gehypt. Ich bin extrem gespannt, was uns hier erwartet. Wir sehen hier diesen Park. Es gibt ihn einmal als normale Version. Ich habe ihn als die normale Version geladen und als Performance-Version, wo einige Objekte rausgenommen wurden und somit dann das Ding besser läuft. Aber ich finde, es läuft so mit der Anzahl der Besucher, die ich jetzt habe, hier ganz gut. Am liebsten würde ich vielleicht theoretisch eigentlich diesen Parkplatz abreißen und die Autobahn nur wegmachen, aber dann sieht man die nachher nicht mehr im Hintergrund. Aber ich finde, es läuft ganz gut soweit und von daher würde ich sagen, gucken wir uns jetzt den Park an. Und bevor es losgeht, möchte ich noch einmal allen Danke sagen, die zu Weihnachten Merch in meinem Shop gekauft haben. Es haben einige bestellt und da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Ich hoffe, ihr habt das T-Shirt gerade an oder ihr tragt auf jeden Fall öfters T-Shirts oder die anderen Sachen, die es halt so gibt, Hoodies und wie auch immer. Ja, dann wunderbar. Ich habe mir übrigens selber auch für Sport machen ein Sportshirt bestellt von Modern Consumer drauf. Gut, ich muss das Ding auf jeden Fall immer tragen. Ich trage meinen Namen da draußen rum wie eine Marke. Ich finde es irgendwie cool. Ja, weil ich finde auch mein Logo, ich bin da wirklich sehr zufrieden mit das und wie das damals entstanden ist. Ja, also ganz kurz noch, was euch noch erwartet in der nächsten Zeit. Oder auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Was ich nochmal machen will, ist City Skylines weiterspielen. Mal gucken, ob es mich immer noch rockt und alles. Ich kam irgendwie nicht mehr zu. Und ich werde eine Runde Roller Coaster Tycoon World spielen. Das Spiel, was komplett eigentlich nicht existiert. Weil damals kam zur gleichen Zeit Planet Coaster raus. Und das hat einfach komplett verkackt dagegen. Ich will es trotzdem einmal ausprobieren und gucken, ob es wirklich so schlecht und scheiße ist. Aber da könnt ihr euch dann selber ein Bild von machen. Ich habe das Spiel mir schon vor einer Weile gekauft. Jetzt ist es, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder im Steam-Angebot aktuell. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Und am Ende des Videos gibt es natürlich auch wieder Abonnentengrüße. Ich muss mal den Kopfhörer so machen, dass ich mich selber noch ein bisschen besser höre. Aber am Ende des Videos gibt es wieder Abonnentengrüße aus dem vorletzten Parktour-Video, dieser Realistic Park. Da mussten alle den Hashtag Mythos reinschreiben und mal gucken, wer das so gemacht hat. Okay, also wir legen mal los. Der Park von oben gesehen haben wir ja schon gerade einmal. Ich will wirklich nochmal kontrollieren, was hier los ist. 18 Achterbahnen und 9 Fahrgeschäfte. Dann habe ich mich verlesen da eben. Wir lassen uns mal überraschen und gehen einfach mal rein. Und was ich schon mal sehr cool finde, gut, was heißt Achterbahn? Das hier ist wahrscheinlich auch eine Achterbahn. Zählt unter Achterbahn oder Fahrgeschäft? Ich weiß es nicht genau. Ich denke mal unter Achterbahn. Einmal hier. Wer fährt denn da mit, bitte? Was ist denn das hier eigentlich? Das ist doch... Ist das... Warum fahren da... Da fahren so Besucher mit. Das heißt, es ist eine offizielle Bahn. Okay, also mega. Ich will die mal gerade anklicken. Gut, die fahren hier einmal in die Richtung. Und die fahren einmal in die Richtung. Also es gibt hier zwei Bahnen, die hier rumfahren. Das ist ja mal krass. Halt, ich muss nochmal anklicken. Das will ich nochmal einmal sehen. Wo fährt denn die überall lang? Hier hinten ist Wendekreis. Alles gut. Da hinten. Ja, jetzt müssen wir mal dem Ganzen auf den Grund gehen. Ja, aber hier ist doch... Hier ist quasi Ende, ne? Okay. Ja, hier ist irgendwas los. Hier läuft irgendeine Geschichte. Und die Scheinwerfer, das habe ich noch nie gesehen. Mega. Also,
das ist hier eine ganz versteckte Nummer und es fahren tatsächlich echte Besucher hier bei dieser Bahn mit. Das finde ich ja mal krass, dass das hier hinten reingebaut wurde. Ganz versteckt, weiß keiner Bescheid und so fahren hier immer Leute mit. Mega! Also das ist ja schon mal wirklich eine coole Sache. So, das ist also die Autobahn, schon mal Überraschung des Tages. Wir fahren mal ab und gucken mal, was uns hier erwartet. Willkommen! Sehr schön. Und dann kommen wir auf ein wirklich... Oh, das ist aber echt krass gemacht hier alles, ja. Sehr aufwendig. Ein sehr voller Parkplatz hier auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, der eine oder andere hat sogar nicht gerade geparkt. Also da sind auch so ein paar Leute dabei, die können nicht einparken. Sowas mag ich ja immer ganz besonders. Oh, ja, ja, so Leute hier. Ja, und wir sehen von außen, wenn man hier auf dem Parkplatz ankommt, das ist ja das Tolle. Das ist wie im Europapark. Du kommst an und siehst da halt schon... ja, Blue Fire wollte ich gerade sagen. Silver Star. Hier siehst du einmal diesen, diese hängende Achterbahn. Oh, ist das ein... Ist das... Es ist hier so eine... Es ist eine Art Fly. Ein Flying Coaster. Und du siehst hier auf dem Parkplatz diesen Mega Coaster. Ich habe jetzt wieder nicht nachgemessen. Ist das jetzt hier ein Mega Coaster, Giga Coaster? Giga mit Sicherheit nicht. Aber das sieht doch schon mal sehr einladend aus. Und das finde ich halt auch mega cool, dass du über den Parkplatz hier diese Bahn hast. Das ist natürlich von der Thematisierung jetzt nicht der Kracher dann. Aber ich finde es jetzt im Europapark ehrlich gesagt auch nicht schlecht, wenn man da rausfährt. Sieht an den Parkplatz, fährt da lang. Sehr, sehr cool. Hier werden auch noch ein paar Bauarbeiten gemacht. Ah ja, hier ist ein Gullideckel. Ah ja, siehst du was. Sehr schöne kleine Details. Man kann auch irgendwo einen Schatz entdecken, wurde geschrieben. Mal gucken, ob wir irgendwas entdecken. Oh, das ist ja eine richtig lange Bahn. Richtig viele Wagen dran. Hammer. Richtig geil. Geile Stimmung hier auf jeden Fall. Und da hinten sehen wir auch noch Busse hier rumfahren. Also wir sind noch nicht mal im Park drin und haben wirklich schon gut was zu sehen. Das gibt es nicht wirklich oft. Muss ich auf jeden Fall an der Stelle noch mal, schon mal lobend da lassen. Und ja, es ist auf jeden Fall vom Style her so Silver Star-mäßig, ne? Aber, ja, gut, da geht der Knick vorher los und dann geht's... Ja, okay. Aber trotzdem, cool. Geil, 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 geil. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. So, wir haben ja einen großen Eingangsbereich. Viele Eingangsgebäude hier einmal drumherum. Was ich nicht gesehen habe, sogar am Busparkplatz, was ich nicht gesehen hatte, ist hier irgendwo ein Schild, wie der Park überhaupt heißt. Wenn ich dann schon mal eine Kritik loslassen kann, ist es auf jeden Fall, ich finde es immer ganz gut, wenn hier vorne auch irgendwo das Logo wäre, irgendwo. Hier ist so ein bisschen teichmäßig, unkrautmäßig. Meine Lieblingsmusik, meine gute Morgenmusik, meine gute Laune-Musik, einfach herrlich. Ja, dann gehen wir mal hier auf den Platz und wie gesagt, ich habe hier kein Schild gesehen, vielleicht ist es irgendwo, aber ich habe es jedenfalls nicht entdeckt und ich hätte es dann spätestens hier erwartet. Schön, die Figuren und hier seht ihr die Karte und die ist auch, natürlich hier hat er die im Steam Workshop hier schon, glaube ich, reingemacht, gleich als erstes. Also, finde ich halt wirklich eine sehr coole Sache. Ach, ich komme jetzt irgendwie nicht dahin, irgendwie will der nicht dahin und ich will jetzt auch nicht schon zu viel spoilern, aber wir sehen hier auf jeden Fall alles. Parkplatz, Kids Area, Cactus Creek, Kurios, Trident Area, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir haben hier schon Sitzmöglichkeiten. Und wo ist jetzt der richtige Eingang? Ich glaube, wir müssen hier links lang gehen. Wir haben hier übrigens einen Aussichtsturm und einen Freefall Gyro Drop Tower. Das haben wir ja auch schon mal von außen gesehen. Sehr, sehr schön. Da geht der Gyro Drop Tower los und diese Gestaltung des Parks gefällt mir wirklich sehr gut. Ich liebe solche Parks. Das ist eine realistische Sache, sage ich mal. Das sieht so nach Realismus aus. Ist natürlich Geschmackssache. Was komplett Konfuses, Außergewöhnliches ist natürlich auch mal nicht schlecht. Dann haben wir hier einen Topspin. Achso, er hat hier auch ein paar Bilder eingefügt und... Musik, aber die Musik habe ich, glaube ich, teilweise draußen gelassen wegen Copyright. Da habe ich ein bisschen Angst. Wir werden sehen, was passiert. Ja, Topspin leider leer. Leider steht da niemand an. Wir haben jetzt, also ich glaube, man kann hier locker 10.000 Besucher reinlassen, damit das so halbwegs voll wirkt alles. Hui. Aber dann geht die Performance wirklich ganz weit runter. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier links mal lang. Wir haben noch ein Riesenrad. Ist das so aufgebaut? Ja, krass.
Schön hier in diesem blauen Look ist hier alles erstmal vorne. Und dann kommen wir hier in den Griechenland-Bereich und sehen direkt hier schon mal so Weintrauben, Traubenanbau. Kurios. Ja, blau-weiß, das versteht man unter Griechenland immer, finde ich. Passt ja schön. Wir haben hier Musik. Wir haben hier auch einen Berg, ne? Das ist ja auch schön. Du musst ja erstmal in Planet Kruste auch Unebenheiten machen. Macht man nicht so einfach. Akropolis und Helios. Ja gut, dann gehen wir doch mal zur Akropolis hoch. Tam, 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 tam. Einmal hier eine alte Burgruine. Und dann ist das auch schon die Achterbahn. Ja gut, dann wird das heute unsere erste Achterbahn. Wird die krasse Achterbahn, die man von außen schon gesehen hat, ne? Jetzt muss ich nur noch den Eingang finden. Das ist auch mal ein Highlight. Sowas mal als... Ja, das ist die Akropolis dann hier. Eingang, okay. Gleich mal so ein Kaliber als erste Bahn nehmen, ist ja auch wirklich eher ungewöhnlich bei mir. Sehr, sehr cool. Das finde ich wirklich schön gemacht. Ich muss mal kurz das Licht ausschalten. Boah, da ist ja richtig was los da unten. Dass dann hier so eine Gruselstimmung ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Nur mal kurz nochmal hier oben hingucken. Also das wird jetzt hier wahrscheinlich eine lange Parktour. Aber ihr könnt die Parktour ja gerne aufsplitten. Ne? Das ist ja gar kein Problem. Dann guckt ihr den anderen Tag weiter. Dauert ja eh immer eine Weile, bis bei mir ein neues Video rauskommt. Sehr, sehr cool. Das gibt's alles. Sehr cool. Das feiere ich auf jeden Fall hier gerade wirklich sehr ab. Das ist für die Kinder nix hier lang zu gehen. Aber richtig gut. Also schöne Stimmung hier. Hat aber eher Horror. Horror-Vibes, ne? Hier soll ja eine krasse Horrorbahn drin sein im Park. Aber ich denke doch, wir gehen jetzt zur Achterbahn hier eigentlich hin, oder? Schalten wir mal das Licht wieder an. 12 Uhr. Wir kommen wieder raus aus dem Kerker. Ja, also das könnte den einen oder anderen davon abhalten, hier nicht reinzugehen, oder? Was denkt ihr? Das ist mit Sicherheit eine Hürde für den einen oder anderen, in so eine gruselige Ecke da reinzugehen, um dann zu einer Achterbahn zu kommen. So, hier haben wir die Bahn. Helios ist unsere erste Bahn. Timestamps sind wie immer am Start, also wer nur die Achterbahn fahren will, kann das natürlich auch machen. Wir setzen uns hier vorne relativ mittig rein. Erste Kamera. Und freuen uns auf die erste Achterbahnfahrt. Hier ist das schon wieder so ein komischer Bug, dass das nicht voll wird. Ja, naja, okay. Kann man ändern, indem man einstellt, dass die Bahn immer voll fahren soll, aber alles gut. So, also wir befinden uns auf dem Weg nach ganz oben. Ich glaube, höher wird es achterbahntechnisch hier im Park nicht. Beste Achterbahn wahrscheinlich gleich am Anfang. Wir werden sehen. Wow, geiler Look hier. Echt richtig cool. Ja, angenehme Kurven. Hier einmal Airtime. Wir fliegen, wir heben ab und kommen jetzt Richtung Parkplatz entgegen. Nochmal ein richtig geiler Hügel hier. Und die Kurve rüber Richtung Parkplatz. Hat man ja eben gesehen, es gibt keine Inversion. Die Pfeiler da mitten auf dem Parkplatz. Okay. Es ist nicht 100%ig rund. Sieht man da so ganz kleine Wellen, sieht man. Aber es ist jetzt gerade nicht großartig spürbar gewesen. Das geht echt nice hier vom Tempo lang. Das finde ich cool. Einmal hier den Blockbereich. Alles gut, können wir so machen. Weiter geht's. Die Bahn rockt richtig. Teilweise sehr schnell, aber ich finde alles noch ganz gut. Ich finde es gut. Ich würde sie fahren. Hier so kleine Hügel und dann ein größerer. Also wir haben hier, glaube ich, richtig krass Airtime in der Fahrt. Nice. Schön hier nochmal knapp über diesen Teich lang. Dann hier die Kurve rum. Jetzt werden wir langsamer. Kleiner Springbrunnen hier rechts. Viele Effekte. Da war, glaube ich, auch gerade ein Effekt. Sieht man erstmal gar nicht. Und hier ist auch sogar ein Bahnhofbereich eingebaut. Sehr cool. Und ich muss das einmal zeigen. Ich will die Bahn voll haben. Ich zeig's euch einmal nochmal. Bei beliebigen, ich mache jetzt mal auf voll besetzt. Oder man stellt die Maximalzeit hier einfach höher. Dann wird die Bahn auch voll. Guckt, die kommen jetzt noch rein hier.
Und ich will gerne mit einer vollen Bahn fahren, aus dem Grund. Einmal die Bahn anklicken, Helios. Weil ich gerne diese Perspektive gerade nochmal mitfahren möchte. Und hier siehst du mal eigentlich ganz gut, wann Airtime ist. Wir spulen das Ganze einmal vor. Außenkamera ist immer gut. Ne? Jetzt hier die Arme, wenn die hochgehen, dann weißt du, jetzt sind sie alle richtig happy. Yay! Also das Ding hat Airtime ohne Ende. Nice. Und das sind die Momente, die richtig Spaß machen, finde ich, bei einer Bahn. Wäre hier gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn es auch nochmal so eine Schraube gegeben hätte. Aber okay. Sehr, sehr cool, hier über den Parkplatz zu fahren, noch den einen oder anderen Kaugummi auf die Leute zu spucken, außer sehen. Kann passieren. Sehr cool, dass man hier auch gut durchkommt durch die Blockbremse. Hier wird es jetzt halt wirklich bei dem Tempo sehr eng, aber ich finde das wirklich noch ganz gut. Und dass jetzt hier so zwei kleine Hubel kommen und dann nochmal ein großer, auch sehr nice. Und jetzt hier dieser Move, nochmal. Und jetzt dieser Move hier über diesen See. Sehr, sehr cool. Die Kurve hinten gefällt mir irgendwie nicht ganz so, muss ich ehrlich sagen. Aber sie geht, doch, geht eigentlich ganz gut. Das sind, glaube ich, so Standardelemente hier drin. Aber wirklich eine sehr gute Achterbahn, die macht sehr viel Spaß. Macht in echt bestimmt auch sehr viel Spaß. Die fahren wir am Ende bei den Abonnentengrüßen bestimmt nochmal mit. Es sei denn, es kommt nochmal was anderes, wo ich unbedingt rein müsste. Sehr cool! Also, so kann das ja gerne aufhören mit so einem tollen Park. Slime! So, die Akropolis. Dann haben wir hier noch kurioses Orakel. Sehr cool. Und nochmal ein paar Shops. Und hier können wir wieder runtergehen den Berg. Ich dachte gerade, hier seilt sich eine Spinne ab, aber da flog eine kleine Fliege lang. So, ja, also Griechenland ist am Start. Aber wie kommen wir denn zu der einen Attraktion hier hin? Wie komme ich denn da hin? Das ist aber sehr gut versteckt hier. Sphiri. Sphiri. Sehr gut versteckt. Ist da überhaupt wer drin? Ja. Also das wirklich gut gemacht. Der Mechaniker will dann direkt danach mal kontrollieren, ob alles läuft. Dann haben wir jetzt den Griechenland-Bereich. Guck mal, das ist echt cool gemacht hier mit diesem Berg und dem, also dem Weinberg da. Die Bahn sind wir gefahren. Der Griechenland-Bereich ist gemacht. Und das haben wir noch alles vor uns. Oh, hier ist auch eine große Achterbahn. Ui, da bin ich auch mal gespannt drauf. Wir gehen jetzt hier hinten in den Bereich rein. So, auch hier diese Fackeln da oben drauf. Sehr, sehr schön. Da strahlt der Basti, das kann er euch sagen einmal. Ihr seht's auch. Gut, also was kommt denn jetzt? Hier gibt's einen Ausgang wahrscheinlich. Welcome to Cactus Creek. Und wir kommen hier an. Mega. Hammer Aussicht. Ein Skyfly. Und hier dieser... Wie hieß das früher nochmal? Kondor. Der Kondor. Schöner Look hier von den Bahnen. Oh, zwei Bahnen hier nebeneinander. Ich bin gespannt. Railway. Cooler Look. Also wirklich sehr schön gemacht. Dann stellen wir uns mal direkt an für den Railway. Das Fort ist auch geil hier gemacht. Das finde ich auch sehr cool. Oh, das könnte ich für meinen Wikingerbereich. Oh. Das könnte man sich klauen, die Idee. Auch hier schön, dass das nicht alles eben ist. Guck mal, ne? Man kommt hier rein und es ist einfach nichts ebenerdig. Das ist halt die Schwierigkeit in Planet Coaster. Guck mal, das hier runter geht, da ist die Ebene. Hier geht es nochmal hier hoch. Hammer. Railway. Ich befürchte gerade, dass es nicht diese Bahn hier ist, oder? Ja, Wegebau ist sehr schwierig. Ist hier eine... Tuff-Tuff-Eisenbahn etwa. Ja, das sieht danach aus. Wir haben hier so einen Bahnhof. Und das ist der Railway. Ich will mal gerade gucken, wo fährt die denn lang? Hier über die Brücke. Ah, die fährt anscheinend hier durch den ganzen Park durch. Und du hast hier auch noch so ein paar Elemente da, ne? Ich flieg mal gerade den Railway lang. Railway? entlang. Oh, krass, hier auch der Tunnel. Sehr gut gemacht.
Guck mal, das ist nur für die Railway gebaut, oder? Hier ist unten Attraktion. Oder? Was? Das sind Standardelemente? Mega. Mit diesem Skelett da. Hammer. Ich weiß nicht, ob da auch eine Show startet, wenn du hier lang fährst. Aber ich könnte es mir vorstellen. Es scheint auch noch alles sehr schön beleuchtet zu sein. Das ist hier Standard? Ich komm gerade gar nicht drauf klar. Hammer. Hammer. Also du fährst hier einmal rum. Da hinten ist die Bahn. Wir holen sie gleich ein. Hier ist ein Tunnel. Ich will noch nicht zu viel nebenbei gucken. Und dann fährt sie hier einen Berg hoch. Oh, da ist ja richtig Betrieb drin, oder? Guck mal hier. Also, du siehst hier einiges mit der Bahnfahrt. Und die ist ja schön hier integriert hier in den Park. Oh, zu viele Spoiler. Trotzdem weiter. Weiter geht's. Geil. Also wirklich sehr cool gemacht. Das finde ich wirklich außerordentlich gut. Guck mal. Er hat auch die Lampe nicht einfach platziert. Er hat da einen Beton drunter gemacht und einen Stützpfeiler hier. Das ist einfach wirklich durchdacht, das Ganze. So, jetzt kommen wir hier wahrscheinlich wieder zurück. Da ist der nächste Zug. Auch hier geht es über die Straße und die Leute. Nein! Oh Gott. Und hier ist auch nochmal ein Bahnhof. Ah, neben dem Freefall Tower. Cooles Dach. Sehr gut gemacht. Also, ich bin begeistert, Leute. Ihr merkt das. Und dann geht es hier hinten am Griechenland-Bereich vorbei. Und hier wieder über die Brücke. Und dann sehen wir hier wieder den Bereich von eben. Boah, sehr cool. Okay. Also, das Ganze hätte ich auch so machen sollen eigentlich. Auch, ich bin immer wieder begeistert. Allein so eine selbstgebaute Lampe hier. Laterne. Mit Boxen in anderer Farbe. Guck mal, das geht auch. Wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht, dass die Box in eine andere Farbe gemacht werden kann. Geht das? Da, tatsächlich. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Noch nie. Ja. So. Exit only. Dann gehen wir halt hier rechts lang. Achso, Eagle Flight heißt das Ganze hier. Cool. Stehen noch ein paar Leute an. Wirklich toll gestaltet hier, dieser Western-Bereich. Und das finde ich Hammer. Das würde ich mir ein bisschen so klauen. Hier auch die... Ja, mega! Toiletten. Top gemacht. Mega! Echt richtig coole Idee. Chapeau. So, ich will zu der Bahn hin. Hier ist sogar eine Seilbahn. Da ist noch ein Freefall Tower. Hammer! Hammer detailliert. Auch hier, der Turm. Ne, da ist auch oben noch was dran. Big Oil Tower. Es ist ein Ölturm. Hat er hier was reingebaut? Ist das auch? Ja, das sind so... Boah, hier Rohre. Mega. Mega gemacht. Ich bin mal gespannt, wo da der Eingang ist. Wir gehen nochmal hier hin. Guck doch mal die Brücke. Alter, es ist einfach wirklich sehr, sehr gut gebaut. Meine Herren. Eine Seilbahn hier rum. Die geht da hinten hoch auf den Berg. Ich fall gleich um. Gondel. Alles beschildert. Das sind solche Parks, die ich einfach liebe. Hier geht's hoch zu der Gondel, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja. Da stellt man sich dann an. Hier wird man nochmal besprüht. Okay. Aber ich habe schon gesehen, hier hinten ist der Eingang für Swanson's Oil Co. und Hatfield Oil Co. Die Oil Conquest. Wir stellen uns mal links an. Schöner Wartebereich. Ohne Zaun. Ohne hohen Zaun. Also kannst du eigentlich einfach drüber klettern. Mega. Hier sprudelt das Öl.
Sehr gut. Wo gehen die denn hier alle lang? Ey, hier ist eine Treppe hoch. Hier geht's hoch. Kommen die von da? Die gehen hier raus? Boah, ich blick gerade nicht mehr durch bei dem ganzen Wartebereich hier. So krass thematisiert. Howdy, Partner. Redfield, der Gierige hat in den Bergen ein Ölfeld entdeckt. Das Öl dort ist Millionen wert. Sichere mir das Ölfeld, bevor Redfield es erreicht. Ist das dann der andere? Habe ich jetzt den Wartebereich gewechselt? Man weiß es nicht. So, hier ist man bei Swansfield und wir gehen dann gleich mal rüber. Mega, also wirklich sehr, sehr cool gemacht hier der ganze Bereich. Warum stehen da kaum Leute an? Das frag ich mich. Swanson's Oil und Co. Wir steigen ein. Setzen uns nach ganz hinten. Bahn ist leider relativ leer. Aber wir fahren los, wenn es losgeht. So, Abfahrt! Mit der von hier aus gesehen rechten Bahn. Wir haben ein Lokomotivrennen. Das habe ich noch nie gehabt. Oder? Hatte ich das schon mal? Aber so jedenfalls nicht. Wirklich zwei Bahnen. Früher gab es da mal so Varianten, wo dann der andere Zug dann dahin kam, wo der eine war. Aber das Synchronstart ist, glaube ich, so kenne ich das nicht. Die andere Bahn ist ein bisschen voller. Okay. Aber sieht auf jeden Fall bis jetzt alles gleich aus. Sich einmal entgegen. Ja, die Bahn fährt hier schon wild lang. Ui, das ist echt nice. Das hat auf jeden Fall was. Nächste Abfahrt. Juhu. Ja, da geht schon ein bisschen anders zur Sache. Ab zum nächsten Lift. Ja, wir sind fast wieder gleich auf. Sehr cool gemacht hier das Ganze. Also wirklich ganz toll thematisiert. Cooles Fahrgefühl. Macht mir auf jeden Fall richtig Spaß. Und die andere Bahn müssen auf jeden Fall noch fahren. Restricted Area. Jetzt holen wir uns das Öl. Ganz entspannt hier durch. Oh, der Sound ist gerade sehr komisch. So überlagert. Hui. Und da sind wir auch schon angekommen. Ich mach mal hier aus. Und sorry. Ich muss noch einmal. Warte mal, wir gehen mal gerade raus jetzt hier. Wo ist der Ausgang? Hier. Boah, das alles hier zu bauen, ne? Auch nicht einfach. Ist der Ausgang nicht, oder was? Auf der Seite ist der Eingang. Alter, ist das alles durcheinander. Es ist wirklich sehr verzwickt hier alles. Hier kommt man nämlich von hier runter, okay. Und dann kommen wir hier raus, wo es eben hieß. Hier kannst du nicht mehr rein. Hier ist nur Exit. Jetzt gehen wir nochmal rechts rum, na? Machen wir jetzt einfach nochmal. So, Redfield Oil. Da geht es einmal hier rum, Larum Löffelstiel. Wir gehen hier hoch. Hier sehen wir die Bahn dann auch langfahren. Ah, und das ist dann der Weg, der hier oben tatsächlich lang ging. Das heißt, es kommen beide wirklich hier einmal durch. Das passt also. So. Bin ich jetzt noch richtig? Und dann gehen die runter. Und die gehen nämlich dann hier lang. Ah, und dann steht nämlich hier... Vermögen, aber Swanson und seine Leute wollen mir das Öl wegnehmen. Sichere es mir, bevor Swanson dort ist. Ja, sehr cool. Die Story also quasi andersrum. Hier sprudelt das Öl halt auch wieder. Sehr, sehr cool. Also, wir kamen dann doch den Weg richtig lang, denke ich mal. Und gehen jetzt hier nach rechts rein. Fahren jetzt mit der Bahn mit. Hatwheels Oil und Co. Und wir nehmen jetzt mal zur Abwechslung, wird ja auch immer wieder gewünscht, die Schienenkamera bei der Dampflok. Mal gucken.
was das jetzt wird. Mal gucken, wie anders die Fahrt jetzt hier ist. Den Anfang überspringen wir mal. Ja, wir sind hier gleich auf quasi. Auf den Ölbohrturm zu. Und das sieht schon sehr cool aus, oder? Leute. Very nice. Abfahrt. Der Sound ist halt echt. Ja. Aber da kann der Marvin nichts für. Eieiei, das ist nice. Das ist echt cool. Boah, das wirkt schon ziemlich schnell jetzt hier. In der Perspektive. Oh, dann hell, dunkel. Rechts neben uns ist der andere Zug. Schade, dass wir hier so viel an Geschwindigkeit verlieren. Ah, das war dann hier schon mal hier anders. Dass du mehr Speed drauf hast. Hui. Ah, da ruckelt's aber ganz schön rum, meine Herren. Okay, Marvin, da sind so ganz kleine Feinigkeiten, aber das ist jetzt nichts Schlimmes gewesen, finde ich. Das kleine Häuschen, das kenne ich auch aus dem Phantasialand. Das sieht sehr geil aus, der Eingang da in die Mine. Danger. Dunkel, hell. Ja, ist schon cool, wenn man das einstellt, dass es dann nachts wird, wenn du hier schon innen bist. Sehr cool von der Beleuchtung. Da der Wasserfall da drin noch, das Öl hier am Sprudeln, der Dampfkessel. Und dann kommen wir an. Boah, ich kriege jedes Mal einen Schreck, was hier für ein Sound ist, ehrlich gesagt. Aber eine schöne Bahn, zwei schöne Bahnen, die wir hier gefahren sind. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Einfach toll gebaut, das Ganze. Wir gucken uns das mal, diese ganze Gegend hier von hier oben an. Fährt die Lok hier gerade durch? Passiert hier was? Ich wollte mal gucken, wenn sie hier durchkommt. Boah, die zischt aber hier mit einem ordentlichen Tempo durch, ne? Da ist gar nichts mit Show hier an der Seite. Aber einfach wirklich ein sehr cooler Bereich. Also ich bin einfach hellauf begeistert, wie cool das hier gebaut ist alles. Wie schön dicht das bebaut ist. Wie toll das durchdacht ist. Dann hier diese Seilbahn. Und guck mal, die geht hier einmal über den Berg rüber bis da hinten hin. Du kannst also komplett von der einen Seite des Parks zum anderen mit der Seilbahn fahren, weil hier ein Berg in der Mitte ist. Ist das cool oder ist das cool? Das ist cool. Das muss ich so sagen. Also wirklich auch alleine so eine Brücke hier zu bauen. Respekt. Respekt. Wie kommen wir jetzt noch in den Freefall Tower rein? Ist das dann hier? Das ist der Ausgang. Also von der anderen Seite praktisch. Da ist die Bank. Die wurde ausgeraubt. Der Tresor ist hier offen. Sehr cool. Echt sehr, sehr cool. Auch die Brücke hier, ne? Mega. So, Big Oil Tower ist hier einmal. Und dann kommst du hier rein. Irgendwann, irgendwie. Boah, das ist ja verzwickt hier, hä? Boah, so ein langer Wartebereich für diesen Ölturm. Was? Wo sind wir denn jetzt? Ja, und dann schießt du hier zwischen der Achterbahn raus. Mega. Mega. Gut, dann kommen wir jetzt in den nächsten Gunsmith Rifles. Sehr cool. Och, guck mal, ey. Allein hier so diese Ecke hier. Das ist einfach cool gemacht. Ja, was haben wir denn hier? Honigsuche. Brummis Honigsuche. Was ist das denn? Eine Bahn. Ist das eine Bahn? Eine Rodelbahn. Mega. Ich hab mir so genau den Park vorher nicht angeguckt, aber ich wusste, es wird ja gut. Und wir fahren jetzt hier den Honig suchen. Nur weil man bremsen kann, heißt das nicht, dass man es auch muss. Liebe Grüße, Parkleitung. Sehr, sehr cool. Ist das cool. Ja, das sind diese Momente, die ich auch so liebe. Du hast jetzt keine Ahnung von der Bahn, was dich hier erwartet. Wir steigen einfach ein. Ich will in den zweiten oder sogar in den dritten Wagen wieder reingehen. Und ich weiß gar nicht, ob es noch nicht losgeht. Wir sind doch alle drin.
Wir sitzen doch alle und sind bereit. So, auf einmal geht's los. Ja, das ist jetzt quasi wie so eine Bobbahn hier dargestellt, oder was? Krass, ja, so. Sogar noch hier so ein Aufwand gemacht. Für so eine Kulisse. Mega! Da ist der Promi. Auf der Suche nach dem Honig. Hammer! Hammer! Es ist wie so eine Bobbahn gebaut, okay? Ja, es gibt ja einmal diese schienengeführten Bobbahnen, die man so hier Sommerrodelbahn-mäßig. Oh, das habe ich nicht gelesen. Wo du nicht rausfliegen kannst, aber wo war ich? Ich war jetzt im Harz vor einer Weile auf so einer Bobbahn. Ah, hier im Zaun sogar. Und ich sage euch, die war so gemacht, du konntest rausfliegen. Das war wirklich so ein Kanal. Und hätte ich nicht gebremst, wäre ich rausgeflogen. Es ist möglich. Wow, mega. Sehr cool. Sehr, sehr cool gebaut. Sehr, sehr schnell. Von mir aus könnte die Kurvenneigung, das sieht so komisch aus, die Kurvenneigung etwas besser sein. Aber das ist ja mal mega gemacht aus dieser Achterbahn. Muss ich direkt mal einen Schluck trinken? Nee, Hammer. Also, es gibt auch nur diese Bahn hier drin. Das kann natürlich eine Weile dauern. 4 Stück waren es jetzt. Ja, also wirklich sehr cool. Ich würde am liebsten nochmal fahren sehen. Was man aus diesem Achterbahn-Typ machen kann, Leute. Guckt doch mal hier. Fahren die los? Fahrt einfach los, komm. Ja, egal. Mega. Es ist einfach nur super cool gebaut. Anderes kann ich dazu nicht sagen. Hammer. Hammer. Habe ich nicht mit gerechnet hier hinten. So, Brummis Honigsuche. Auch der Name ist cool. So, dann haben wir hier den Skyfly auf dem Platz. Pinguins Flugschule. Natürlich. Sehr, sehr schön. Schön gemacht. Nicht wirklich was los da drin. Ja, leider, weil wir halt nicht so viele Besucher hier reingelassen haben. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das schon das Ding? Ist es das Ding? Bitte nachts durchsuchen. Durchgehen, ey. Danke an Brian für die tollen Ideen. Also, er hat es groß angekündigt. Wo steht es hier? Steht es hier oder in einem anderen? Stand es im anderen Text? Auf jeden Fall mega Gruselbahn und so. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Cratchit Mansion. Steht jetzt hier einfach mal so rum und auch hier wieder das Ding. Was erwartet uns jetzt? Hier ist eine Holzachterbahn. Daneben war gerade die Bobbahn. Mega Bobbahn. Das sieht echt cool aus. Beleuchtet auch. Ja, das ist der Sound. Okay, wir gehen mal rein. Wir gehen rein. Hierfür auch die Bilder, die ich runtergeladen habe. Fußtapsen. So. Es ist sehr eng hier auf jeden Fall. Oh ja, das sieht gut aus. Was erwartet uns jetzt hier? Ich höre doch eine Holzachterbahn, oder? So sieht es bei mir eigentlich zu Hause auch aus, wie es hier überall aussieht. Die Bilder waren auch so. Wo? Wo? Boah, ey, Leute. Eieieiei. Wie gesagt, ich habe ein Lied rausgemacht und das andere hieß... Ja, wir werden es gleich sehen. Boah, das ist richtig gut gemacht hier. Also, das ist wirklich eine schaurige Stimmung hier drin. Vom Allerfeinsten. Und die Bilder tragen da auf jeden Fall auch zu bei. Ein paar Spinnen. Viele Geräusche, viele Schreie. Das ist direkt ein anderes Feeling, hier zu sein, oder? Eine Orgel. Muss sein. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum. Boah, Leute.
Da ist die Bahn. Es ist eine Geisterbahnbahn. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Okay. Und hier müssen wir jetzt ganz doll aufpassen, dass wir in der richtigen Gondel sitzen. Und ich nicht schon zu viel vorher sehe. So, perfekt. Ja, ich werde mal hier die Onboard-Perspektive nehmen. Wir sitzen in der Mitte. Also die Stimmung ist sehr, sehr gut gemacht. Wir sitzen alle, es kann losgehen. Heidewitzka. Hier wird getanzt auf jeden Fall. Wir tanzen auf jeden Fall mit den Figuren hier rum. Das ist eine mega gute Stimmung hier. Also das Ding lasse ich hier komplett laufen. Das wird heute auch ein langes Video werden, bis sie schon kommen. Also schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Ding hier findet. Verbrannt. Wenn die Tür wird es. Hallo. Oh oh, ich mag das nicht, wenn man wegguckt und dann irgendwo wieder hinguckt. Dann ist immer alles anders. Oh Mann. Das kriege ich nicht im Ansatzweise so hin in meinem Park. Oh, was ist das denn da hinten? Boah, das wird ja eine richtig lange Fahrt hier hin, oder? Leichenhalle. Oh nein! Auf einmal wird es so modern. Okay. Eieieiei! Und Krematorium, oh nein. Ja, ich habe jetzt mal nicht nach links geguckt. War da was? Das war der Fahrstuhl auf jeden Fall. Und das ist alles mit Standard-Coaster-Sachen gemacht worden. Das finde ich halt Hammer. Jetzt ist bei mir auch komplett dunkel. Also habt keine Angst, ich bin bei euch. Jetzt durch die Tür. Sehr cool. Oh, diese Spinnen immer. Also der Marvin hat sich hier sehr, sehr viel Mühe gegeben. Jo. Oh, der zerhackt da einen. Da liegen die ganzen Särge. Ja, nicht schlecht gemacht mit dem Sound dann. Ha ha!
Boah, die geht aber echt jetzt schon eine ganze Weile hier, die Fahrt. Das heißt, es ist wirklich viele, viele Räume hier. Wow! Das Pentagramm. Und jetzt sind wir in der Kirche angekommen. Kruzifix. Mega. Mega. Wo geht's jetzt für uns weiter? Ach, hier ist es. Da liegt das Ei. Ein Ei, sie zu knechten. Oh, ich kann aber auch einen Mist labern. Ach, das ist diese eine Tür, die dann aufgeht. Wo man einmal kurz reingeguckt hat beim Vorbeifahren. Jo. Boah, sowas in echt, also wow. Da sehe ich mich nicht. Das fand ich jetzt schon eher lustig. Dass wir endlich mal sehen, woher das kommt. Da kommt der nächste Wagen. Auch hier dieser Sternenhimmel außenrum so gemacht. Ich muss gleich mal gucken von außen, was das für ein Gebäude oder Berg hier ist, wo wir gerade drin sind. Das muss ja riesig sein. Riesengroß. So, hier ist nochmal der Rabe der Nacht. Oh, die Zombies. Geht das auf? Ja, cool. Ja. Sehr, sehr cool. Alter, wie die beleuchtet sind, so, das sieht schon sehr nice aus. Und dann sind wir im Ziel angekommen. Sehr schön, coole Bahn. Mega gemacht. Cratchit Mansion. Hier einmal raus. Also die Stimmung ist wirklich cool. Wo sind wir hier bitte in diesem Park? Wo ist das hier alles? Hier nochmal ein schöner Merch-Shop am Ende. Und wir kommen direkt daneben raus. Und wir schalten das Licht mal an. So. 12 Uhr. 12 Uhr Mittag. Es ist komplett in diesem Berg hier wahrscheinlich alles drin. Krass. Komplett versteckt. Sehr, sehr cool. Komplett versteckt. Ich bin einfach nur begeistert. Die Schweizer machen das gut. So, dann gibt es hier die Holzachterbahn. Ich höre sie und sehe sie nicht. Da kommt sie. Einmal hier oben rüber über uns. Mal wieder was Klassisches jetzt, ne? So, dann gucken wir mal, wo sind wir denn hier jetzt angekommen? Ach, hier ist eine Show praktisch. Eine Aztekenshow. Hier ist drin. Ne? Wollt einmal reinschauen. Dann gehen wir hier einfach weiter. Sehr cool. Wie er da rumhackt. Alte Hacker. Hacker. Der Hackeschorsch. So. Dann. Wo ist der Eingang? Ich werde auch gleich mal kurz einen Cut machen. Das geht jetzt doch schon eine ganze Weile. Und mache sofort für euch weiter. Bis gleich. Ja, Leute, wir gehen weiter. Und uns erwartet hier ein Expeditionsstart. Expeditionscenter. Center? Mit Z? So, damit C doch eigentlich, ne? Ja, egal. Gucken wir mal, was hier drin los ist. Hier sind, sie sind hier. Tunnelberge See, Wächter der goldenen Statue. Na, dann wollen wir mal gucken. Ausrüstung. Wir holen hier unseren Hut quasi, okay. Das ist nicht ja cool aufgebaut. Ich weiß schon wieder nicht, welche Achterbahn auf uns zukommt jetzt hier. Oh ja.
Ah, eigentlich müssen wir wahrscheinlich wieder das Licht hier ausmachen. Das sind ja mal Warteschlangen hier. Also hier kann man wirklich locker 10.000 Leute in den Park reinlassen und dann ist es immer noch alles sehr leer. Ja, wir haben hier, glaube ich, knapp 3.000 Besucher jetzt drin. Und sind jetzt auch endlich angekommen bei der Holzachterbahn. Wunderbar. Das ist Luga. Die Holzachterbahn heißt Luga. Wir sind natürlich wieder in der falschen drin. Ist ja klar. So, wo sitzen wir? Wir sitzen vorne. Ja, wir bleiben vorne sitzen. Luga, Abfahrt, komm. Da kommt nochmal wer. Ja, passt. Einsteigen jetzt die Letzten. Das muss jetzt aber dann reichen. Genau, los geht's. Expedition Luga. Oh ja, ein Boomerangbahn. Eine Boomerangbahn. Ich schwimme mal wieder ein bisschen vor. Die fällt wirklich sehr, sehr langsam hoch. Ja, wir sind nicht ganz so weit hoch. Aber wir sind auch relativ hoch. Wenn man mal da hinten hinguckt, ist das schon was. Hä, kommen wir da durch hier mit dem Schwung? Ja doch, es wird direkt... da fahren wir ja direkt hin. Okay. Abfahrt! Holzachterbahn! Hui! Sehr hoher Speed. Steile Kurven sind geile Kurven. Yay! Die geht schon ordentlich zur Sache hier. Das muss man hier auf jeden Fall lassen. Wieder das ein oder andere Mal. Ui! Aus dem Sitz gerissen. Ja. Ist mal eine andere Holzachterbahn. Nicht so diese Standardstreckenführung. Das ist ja hier quer durch den Park gefühlt. Durch die Tempelanlagen. Ui. Und nochmal. Ui. Ui. Wir werden langsam, langsamer. Und kommen jetzt auf dem Ziel an. Ja, war doch eine schöne Fahrt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt muss hier erstmal die Wartung gemacht werden. Luga. Schöne Bahn. Schöne Fahrt. Wir gehen aber mal weiter. Wir gehen weiter. Aha, hier ist ein Platz. Noch herrlichste Musik. Voll cool gemacht hier auch mit diesen Tempeln dazwischen. Dass du da so durchfährst. Ist hier eine Sackgasse. Ja, nur das Stück hier hin. Okay, alles gut. Im Land der Canyons befindet sich die Stadt aus Gold. Aber warte mal, jetzt habe ich irgendwie Angst, dass ich das verpasst habe. Wir waren hier hinten. Ne, der Tempel hier hinten. Hier ist der Eingang. Das da hat man gar nicht so richtig gesehen. Was war das hier? Boah, von wo kann man denn das sehen? Eigentlich nur vom... Nur vom Wartebereich aus. Okay, ja, gut. Dann ist es okay. Dachte schon, das war komplett umsonst hier hinten. Das wäre es ja gewesen. Ja, also, alles gut. Passt. Das heißt, wir können jetzt hier weitergehen. Einmal hier durch. Ist hier eigentlich was drin in diesem... auch nur reinste Kulisse. Einmal durch diesen Aufgang. Hier fährt die Achterbahn drüber. Und dann sehen wir hier Trident. Und das wird diese Achterbahn sein. Eine Boomerangbahn. Oh ja, da fährt sie los. Und der Wartebereich ist hier relativ schlicht, hier im Gegensatz zu anderen Bahnen. Das sieht aber mal interessant aus da hinten. Das ist aber eine andere Bahn da. Ja, das ist eine andere. Das sieht aber sehr markant aus, ne? Meine Herren, haben Sie sich aber was einfallen lassen hier. Vor allen Dingen, dass du hier so... Uiuiui, wie weit geht das? Wir werden es sehen. Also, einsteigen. Trident. Schnell, 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 schnell. Doch, passt noch alles. Passt alles. Geht eh noch nicht los. Mann, schließen die Türen. Ach, hier nebenhält auch der Zug einmal an.
Oh, die Köpfe bewegen sich aber immer gleich zur Musik. Yeah, yeah. So, jetzt geht's auf einmal los, ne? Auch komisch. Na gut. So, dann einfach ein Looping. Den nehmen wir mit. Eine schnelle Bahn. Das Interessante ist nur der Wendepunkt jetzt gleich. Wann zieht er hoch? So. Wenn man vorne ist, ist man immer relativ weit unten. Dafür gleich relativ weit oben. So. Ui. Springbrunnen. Wir kommen gleich zum Abkühlen. Wieder so ein Buppel hier. Einmal den Looping. Wow. Und das schaffen wir jetzt wieder zurück? Okay. Gerade so. Einmal den Bubbel. Einmal hier hoch und dann zurück in die Station. Es stehen wieder so ein paar Leute an, wie eben auch. Ja, ganz entspannt. Wir gucken uns das gleich nochmal von außen an, würde ich sagen. Aber da können wir, glaube ich, in entspannter Ruhe noch kurz weitergehen. Ist hier ein Eingang? Ah ne, hier ist einfach so ein Plateau. Zur Aussicht von hier oben. Sehr schön. So, hier hat man schon gesehen, sind Schranken. Und hier kommen wir wieder auf einen neuen Platz. Da rechts geht's hoch zum Dings. Ich will aber doch mal gucken, wenn das jetzt hier losgeht, dann gucken wir mal, halten wir uns gerade nochmal links hier. Hier ist halt immer noch so eine Tempelgeschichte mit Toiletten. Und dann haben wir hier... Kommt sie? Fährt immer noch nicht. Böse Bahn, komm, wenn der jetzt eingestiegen ist, dann Bügel runter und los. Nee, leider noch nicht. Ja, schöner Platz hier. Getränke. Och komm, enttäuscht mich nicht. Muss ich wieder vorspulen. Dass das mal klappt. Da hält die Bahn an. Sie ist halt echt praktisch, ne? Dass die hier überall mal anhält. Du kommst mit der Seilbahn überall hin. Und pipapo. So, jetzt fährt die Bahn da hinten hoch. Trident fährt jetzt einmal. Wir gucken uns das mal von hier hinten an. Da kommt sie. Nichts Spektakuläres jetzt, ne? Aber ich will es einfach mal sehen. Die ganz hinten merken ja gar nicht so viel davon. Oh, das finde ich realistisch. Also ich finde es jetzt gar nicht mal schlecht gemacht. Wirklich eine gute Bahn. Einfach gebaut. Nicht viel Platz. Verschwendet. Wo kommt man hier noch hin? Hier kannst du quasi außenrum wieder da vorne hingehen. Einmal durch die Bahn. Okay. Ich will, bevor wir jetzt hier in diese rote Bahn gehen, dann doch nochmal hier rechts gucken. Einmal den Berg hoch. Hier am Fluss, an den Wasserspielen vorbei. Ja, die Maus sagt uns einmal nochmal Hallo. Der Pinguin ist auch nochmal da. Skywatch Tower ist hier am Start. Schön idyllisch gemacht, das Ganze. Wirklich. Sehr schön gebaut. Ich habe mir schon gedacht, dass das hier oben eine Sackgasse ist. Aber es ist schon cool, dass du hier im Park diesen Berg hast. Und auf dem Berg nochmal ein Aussichtsturm ist. Du siehst ja von hier schon einiges. Aber von da oben siehst du dann wirklich alles. Das Ding hatten wir doch schon im Griechenland-Bereich. Das finde ich jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, muss ich ehrlich sagen. Mir ist das aufgefallen. Also die gleiche Bahn zweimal. Da hätte man doch auch eine andere hier oben noch hinmachen können, finde ich. The Burner. Das ist ja The Burner. Robert, das ist ja der Burner. Robert. So, hier kommt man wieder in den Schweizer Bereich. Über uns immer noch die Gondeln hier. Und, okay. Ne, dann fahren wir jetzt erstmal die Bahn hier hinten mit. Krasse Stufen gehen da hoch, ne? Das Dach hatten wir schon jetzt ein paar Mal so. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitte in den vorgegebenen Reihen stehen. So.
Wir haben jetzt eine Bahn, die ist da oben am Fahren schon, ne? Da würde ich sagen, steigen wir da auch mal direkt ein. Red Arrow ist das Ganze. Wir sind jetzt hier in der Bahn drin. Ich habe jetzt durch diese eine Mod den richtigen Look, wie man ihn auch als Besucher hat. Und zwar, dass man nach unten schaut. Die Leute schauen jetzt hier nach unten. Warum kann ich nicht näher ranzoomen? Die Leute schauen nach unten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das da mitfährt. Abfahrt. Red Arrow. Blick nach unten. Wir könnten natürlich auch den Kopf so ein bisschen nach vorne neigen, aber da kriegst du dann auf jeden Fall eine Nackenstarre dabei. Jetzt fahren wir mal so mit. Es wirkt schon sehr komisch, muss ich sagen. Es wirkt sehr komisch. Man hat gar keine Ahnung, wo man ist. Ich versuche mal, den Kopf nach oben zu neigen. Boah, das ist schon sehr willkürlich hier. Die Kameraperspektive, das ist cool. Ha, das ist echt nice. Das sind diese Elemente, die kannst du nur in solchen Bahnen bringen. Zero-G-Roll, ne? Und, also aber eigentlich gucken wir nach unten. Wow. Und wie man sieht, wenn man nach unten guckt, hat man gar keine Peilung. Und deswegen... Ah, es gibt nur diesen einen Zug. Werden wir nochmal in der Perspektive hier mitfahren. Hier stehen sie auf jeden Fall alle an. Und da kannst du auch direkt wieder losgehen. Einmal hoch. Und jetzt fahren wir die Bahn mal richtig und sehen wirklich, was hier abgeht. Abfahrt! Yeah! Ui! Schöne Schraube. Guter Druck nochmal nach unten hier. Kleine Entspannung und dann geht's wieder weiter. Voll reingepresst in die Sitze und jetzt kommt dieser krasse Looping. Den finde ich halt wirklich sehr cool hier für diesen Achterbahn-Typ. Macht einfach komplett Sinn. Muss ich so sagen. Ganz entspannte Rolle. Sehr schön. Hier nochmal eine Rolle, eine Drehung. Alles wirklich angenehm. Kann man jetzt nicht viel meckern. Mir hat's gefallen, die Hintern schauen hier durch die Sitze durch. Ja, coole Bahn. Ein cooler Flying Coaster. So 90er Jahre. Jetzt werde ich wieder richtig bekloppt. Ja, so bin ich. Das ist doch top. Yeah. So, einmal schön blamiert hier mit meinen Ende 30. Muss sein. Ich mach das. Da bin ich dafür. Wie war das bei How I Met Your Mother, falls ihr das kennt? Ein Spruch, ich finde so toll. Es ist nur peinlich, wenn wir Peinlichkeiten zulassen. Ne? Also. So, Red Arrow, hier steht's auch nochmal. Und jetzt suchen wir die Schweizer. Den Winterbringer. Den Winterbringer. Den gucken wir uns jetzt mal an. Aber schon cool hier auch nochmal. Hier ein schöner Platz. Die Bahn. Top hier an diesen Berg gebaut. Wirklich ganz grandios gebaut. So, dann haben wir hier den Bereich am Eingang. Und hier haben wir so einen Schweizer Bereich. Die Schweizer müssen natürlich auch repräsentiert werden in Schweiz. In der, wie heißt das? Dem größten Freizeitpark der Schweiz. Winterbringer. Sehr cool. Dann stellen wir uns mal an für den Winterbringer. Ups. Der Winter ist da doch hinten im Wald ist der Winter noch nicht eingetroffen. Also, bemanne den Winterschlitten und fahr einmal durch den Wald, um die eisig kalte Zeit zu verbreiten. Zur Gans. Und dann biege ich ab zur Gans. Einmal hier durch die Heuballen. Hier ist der Schneemann mit Schneeschaufel. Die Azteken sind heute auch am Start. Hier liegt schon der Schnee hochgestapelt. Schön. Schönes Feeling. Alpines Feeling. Ich war noch nie in der Schweiz, aber in Österreich war ich schon ein paar Mal. Und das ist schon was ganz Eigenes auf jeden Fall. So.
auch das hier wieder ein... Guck mal hier, ne? Alles nur Kulisse. Schön, finde ich gut gemacht. Gut gebaut. So, das Schweinchen. Sieht sehr lustig aus. Sieht aus eigentlich wie so ein Marzipanschwein. Und ja gut, hier sieht man schon eindeutig, dass das nur Kulisse ist. Okay. Na gut. Also, wir sind angekommen an der Schweizer Schneebringer. Und das ist dieser Achterbahntyp. Stimmt, den gibt's ja auch. Das ist doch hier dieser Nessie aus dem Hansapark Achterbahntyp. Sehr cool. Winterbringer, Schneebringer, ja, Winterbringer, ja. Wir sitzen ganz vorne mit dabei. Abfahrt von mir aus direkt. Türen schließen selbstständig. Warum stehen denn hier nicht mehr Leute an, Leute? Warum stehen hier nicht mehr an? Wie die Musik dann doch schneller wird. So. Und dann geht's jetzt. Jetzt geht's aber los, oder? Jetzt geht's los. Ja. Das geht hier direkt mit Beschleunigern los. Den Winter bringen! Aber ganz schnell. Hopp, hopp. Juhu! Boah, das geht aber richtig zur Sache hier. Hui. Ja. Yay! Also, so eine Bahn hast du hier. Hui, Looping! Nicht erwartet. So viel Speed hier. Ja. Schön gebaut, schön hier einthematisiert. Schnee hat man nicht wirklich viel, ne? Der kommt hier hinten im Tal, ist er da oben? Ne, im Tal ist er nicht. Also hier ist ein bisschen Schnee. Haben wir jetzt Schnee gebracht? Ich weiß es nicht. Schöne Fahrt. Coole Idee, einfach sowas. Also mega. Ich muss jetzt einmal nochmal, ich muss nochmal von außen mitfahren. So. Yeah! Die zieht hier schon ordentlich lang über den Berg. Jetzt mal halt eine Außenkamera. Kann man ja auch mal nehmen. Finde ich auch mal nicht schlecht. Schon ordentlich Sambo. Dann halt mal so einfach ein Looping da so reingemacht. Das war's. Da ist irgendeine Tür. Da ist der Schatz. Da ist der Schatz, Leute. Ich guck da gleich mal nach. Wir müssen gucken, was dahinter ist. Da stand auch was dran. So, der Schneebringer. Der Winterbringer, ja, der Schneebringer. Umbenannt in der Schneebringer. So, sehr coole Bahn. Hat mir Spaß gemacht. Mordsgaudi. Juhuhui. So, und wo ist jetzt dieses Tor nochmal? Hier ist es. Da ist es. Ich hab's gefunden. Passwort unter unten eintragen zum Überprüfen. Ihr Schild löschen. Hä, was? Wenn richtig eintreten. Passwort unten eintragen. Zum Überprüfen ihr Schild löschen. Ich weiß nicht, woher das Passwort kommt. Ich wollte jetzt hier einfach mal reingucken. Ich gucke jetzt einfach rein. Da sind mehrere Türen. Und da liegt der Schatz. Hurra! Trage dich ein. Easter Egg gefunden. Hurra! Hurra! ich weiß gar nicht, wo das Passwort herkommt. Also... Woher sollte man ein Passwort wissen? QWERTY? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Falls ihr das gesehen habt oder so, wie man da drauf kommen hätte müssen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt einfach mal gecheatet. Bin so ein alter Cheater. Und ich glaube, wir sind... Nee, wir sind noch nicht durch. Hier ist noch eine Kinderbahn. Ich dachte, wir sind schon durch. Wir sind aber noch nicht durch. Wir fahren noch diese Kinderbahn mit. Name... Sehe ich nicht. Schnell einsteigen. Die fährt gerade hoch. Coaster. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Zack. Einmal hinten einsteigen. Letzte Bahn. Kinderachterbahn. Coaster. Ich habe jetzt außen keinen Namen dran gesehen. Gib Gutzi. Also Schweizerdeutsch, da bin ich ja komplett nicht drin. Grüzi. Und hallo. Ich bin da gar nicht drin. Schöne Kinderbahn, die finde ich angenehm. Und das war's auch schon
Da ist er wieder, der Brummi. Der Brummi, der gute alte Honigsucher. Gibt's noch eine Runde? Gibt keine Runde mehr. Schade, na gut. Coaster. Stand da wirklich nichts dran? Drinks. Nö, da stand nichts dran. Das war's. Jetzt so ruppartig zu Ende gefühlt. Oh, sieht das cool aus da hinten im Hintergrund mit der Achterbahn. Sehr cool. Da fahren wir jetzt zum Abschluss mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Parktour. Ich danke auf jeden Fall dem Marvin für diesen tollen Park, den er auch bei Discord nochmal vorgeschlagen hat. Ihr habt ja den Text vorhin gesehen. Schaut bei Discord gerne mal vorbei. Und jetzt kommen wir zu den Abonnentengrüßen zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ein schönes Jahr. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das doch gerne mal. Und vielleicht werdet ihr auch mal gegrüßt, so wie jetzt gleich die kommenden Leute. Und ja, also bis gleich. So, wir kommen jetzt zu den Abonnentengrüßen. Wer auch von euch mal in einem der nächsten Videos gegrüßt werden möchte, super Kamera hier, der schreibt in die Kommentare einen schönen Kommentar zu diesem Park rein von Marvin. Und zwar Hashtag Marvin schreiben wir heute einfach. Und ja, vielleicht kommt ihr ja so dran wie beim letzten Mal in diesem Video von dem Realistic Park. Der NoName789 hat ja auch was geschrieben zum Hashtag Mythos. Eine meiner Bahnen, die hat ohne Witz 270 Minuten Wartezeit, da hatte ich ihm drauf auch geantwortet. Dann haben wir noch den Julian Connor Stockhorst, 1650. Danke auch noch für deinen Kommentar an der Stelle. Und dann hätten wir noch den AFK Luis. So, ich schaue dich seit 2020, du bist meine Inspiration, Planet Coaster zu starten. Sehr cool, freut mich auf jeden Fall sehr. Dann haben wir noch den, ich ziehe mal das Mikro hier rüber, Brainy72, auch einen längeren Kommentar geschrieben. Ihr schreibt oft sehr schlaue Kommentare rein, so weil ihr euch auch sehr gut bei den Achterbahnen auskennt. Ich hoffe, ich werde bald auch meinen Park fertig, sodass ich ihn endlich einsenden kann. Ja, viel Glück. Dann noch Trump and Cable Railway TV. Das müsste der Michel aus Kassel sein, den ich auf meinem Abonnententreffen getroffen habe. Da gibt es ja auch ein Bild unter dem Community-Bereich bei meinem Kanal. Könnt ihr gerne reinschauen. Da habe ich ein paar sehr nette Abonnenten getroffen, unter anderem auch den Michel. Und hat mich sehr gefreut, die Abonnenten kennenzulernen. Wir haben eine Stunde dort gequatscht und es hat gestürmt und geregnet. Der Weihnachtsmarkt hat nebenbei wegen dem schlechten Wetter zugemacht und es war wirklich sehr cool, da hatte ich jetzt gar nichts gesagt zu im Video. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass dann ein paar Abonnenten da waren und ja, ich hoffe, wir sehen 2024 uns auch das ein oder andere Mal wieder, doch bei der ein oder anderen, beim ein oder anderen Abonnententreffen, da werde ich bestimmt auch nochmal was starten, wenn da die Nachfrage auch noch da ist. Aber wir werden es sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr, rutscht gut ins neue Jahr und ja, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht es erstmal gut, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao!